Also nochmal den ganzen Mist. Das Maul. Wo war ich denn jetzt? Achso, Dor. Okay, also einmal rüber. Nehmen wir gleich das Messer. Ich müsste mal hier mein Ding wieder aufladen. Ja, schön aufpumpen. Ich habe Wurfmesser. Oh, damit hast du nicht gerechnet, hä? Ja, das war sehr stylisch gerade mit dem Wurfmesser noch. Ich bräuchte mal eine Pumpgun oder so. Aber Munition gibt es hier eh keine. Okay, das wird eher lame. Ja, ja, geben sie mehrmals eh hintereinander. Okay, also vorlaufen, anbringen, weglaufen. Weit weglaufen. Ignorieren. Vorlaufen. Anbringen, weglaufen. Junge, ich würde auch verschwinden, wenn ich an deiner Stelle wäre. Hoch und Munition mitnehmen. Ja, ja, komm schnell weg hier. Oh, was ist da explodiert? Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Aha. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Du sprichst doch gar nicht. Ich werde hier gebraucht. Was war denn das jetzt? Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Polis willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Mhm. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Geh mit. Ja, ist in Ordnung. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat. Ja, ich erledige das schon. Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Okay. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Mach ich. Okay. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Ich wette, er ist auch nur irgendwie so ein Pseudopath. Wie komisch er mich anschaut, während er da... Ich verstehe das nicht ganz. Mit dem Energie. Das hat damit nichts zu tun. Das wär's. Rein da. Die kann ich irgendwie nicht aufpumpen. Nein, setz die Gasmaske ab, Mann. Okay, ja, dann ab geht's. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Oh ja. Gut, dass ich hier nicht unter Druck gesetzt werde. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Endlich komme ich woanders hin. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Ja, da bin ich ja gespannt, wieso André mich zuerst findet. Thank you.
Okay. Das ist giftig. Da oben ist ein Grafikfehler. Aber was ist das? Das ist nichts. Ja, wenn ich jetzt Russisch könnte. Nicht bewegen! Ja, okay. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Dann macht mal auf, meine Freunde. Dankeschön. Sehr nett. Ja, das ist wirklich sehr nett. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Ja, ja. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Okay. Also bleib unter dem Radar. Ich bleib unter dem Radar. Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Oh mein Gott, ich habe keinen Ausweis dabei. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Gesicht zur Wand. Der Feind schläft nicht. Dies ist eine Inspektion. Ich habe aber gar keinen Ausweis. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Wer hat denn da mit mir geredet? Du Freak. Mach die Fliege. Hölle! Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Wir haben geschlossen. Da sitzen welche drin. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Psst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Warum? Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Ich bring ihn um. Los, kommt mir nach. Okay, ja, gut. Sei vorsichtig, Idiot. Oh. Komm, nimm die mit, Mann. Nimm die mit. Ach so, meine Hände sind verbunden. Entschuldigung. Na gut, Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Bis gleich. So, willkommen zurück. Also nochmal weglaufen. Ja, das war jetzt. Das war nicht schön. Also nochmal neu weglaufen, dann gleich laufen. Oder ich kann ja nicht schießen, meine Hände sind ja verbunden. So, also los. Dann hier hinterher. Und schnell hier um die Kurve sliden und Waffe liegen lassen. Und weiter und da lang. Und runter. Und weiter. Ja, ich bin doch schon schneller, geht nicht, mein Freund. Ja, ich. Wie kann mich der denn treffen? Wie konnte mich der denn treffen, bitte? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also. Und los. Ja, ich lauf doch. So, hier lang. Und da rein. Da durch. Ja. 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 Achso, da darf ich nicht rein. Was soll ich denn machen? Hm?
doof, oder was? Ich dachte, das wäre eine neutrale Station. Okay, ja, okay. Ich muss mich ducken, hab's schon verstanden. Bla, bla. Fuck. Mann, das kenne ich ja jetzt nun hier schon auswendig. Traurig, dass ich deswegen trotzdem sterbe. So, und jetzt. Holla die Waffe. Was meint er jetzt mit links? Wo links? Links. Ach, da hoch. Ach so, da geht's nach oben. So, und jetzt da lang. Oh, fuck. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Okay. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Again. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Da mach ich doch mit. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Jawohl, kriegt die nicht Waffen. Gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Nein. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Krieg die Waffen? Ja, ich krieg die Waffen. Jawohl. So, was habe ich denn hier? Ist das dasselbe, was ich habe? Ja, das ist dasselbe. Ja, scheiße auf diese komische Lasergun. Ne? Aber die könnte ich verkaufen. Das ist immer ein bisschen doof. Aber ich, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee. Oder kann ich mich jetzt hier wieder frei bewegen? Schätze mal nicht. Servus. Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Was? Wer wird denn sowas machen? Ah, hier kann man Waffen kaufen. Dann nehme ich die jetzt und verkaufe die. Wenn das noch geht. Und lass die andere dabei hier liegen. Okay, also machen wir das so. Nein, so. Gut. Und dann gehe ich die verkaufen. Aber schnell. Dahin. Unsere Sicherheit ist wie ein Sieg. Nein, ich würde es gerne verkaufen. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Kann ich denn meine nicht verkaufen? Soll das ein Scherz sein? Sie haben genau die wie Sie wollen. Was ist damit? Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin. Nein, jetzt setzt die scheiß Maske ab. Oh. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie frei. Nimm die Maske ab. Ich möchte gerne meine Waffe verkaufen. So. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Okay, man kann nicht verkaufen, man kann nur tauschen.